Und damit ein herzliches Willkommen hier zurück bei Let's Play Shadowman. Und ich bin ja schon die ganze Zeit am Suchen gewesen, wo es weiterging und wo ich eventuell noch Seelen finden konnte. Und es gab ein paar Wasserfälle und da habe ich jetzt rumgeschaut und dann habe ich hier so einen Gang gefunden mit Seelen. Also wir müssen da erstmal schauen, ob da irgendwas noch an der Seite ist hier. Aber ich glaube, das ist der andere Wasserfall, oder? Ah nein, das ist noch ein Gang. Mit Gegnern. Stirb, du Monster. So. Das Monster stirbt auch schon mal. Ich glaube, da unten ist dann so ein Eingang, wo wir dann den Hebel betätigen können, oder? Dass das Teil sich auch schiebt. Und da ist noch ein Vieh, das töten wir jetzt einfach mal. Zack. Sehr gut, da ist noch eins. Na gut, das lassen wir jetzt erstmal. Wir gehen erstmal die eine Seele jetzt holen. Wir holen erstmal die eine Seele. So, gehen wir zurück. Zack. So, dann gehen wir darüber. Darüber. Oh, das hätte ich fast eben nicht geschafft. Krass. Und dann springen wir hier rüber. Holen uns die Seele. Vielleicht gelangen wir jetzt schon zur sechsten Seele. Das kann alles passieren. Nein, die sechste Seele haben wir leider noch nicht. Die braucht noch ein bisschen. So, jetzt gehen wir erstmal hier. Und ich glaube, hier war dann auch irgendwie ein Eingang wahrscheinlich oder irgendwas. Genau, hier runter. So, dann müssen wir hier durch. Zack. Gott, sind das eigenartige Gänge hier. Aber das ist von der PlayStation 1 so, also... Die Grafik war schon etwas gediegen gewesen. Wo sind wir hier gelandet? Ich komme hier nicht hoch. Shit, shit, shit. Erstmal ein bisschen Leben holen. So, wo sind wir hier gelandet? Der ist down, sehr gut. Und irgendein Monster schreit da noch. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir... Hier ist auch noch ein Gegner. So, den können wir auch bekämpfen, zack. Sehr gut. So, hier können wir wahrscheinlich dann hoch. Genau, hier hoch. Zack, hier hoch. Ah ja, ah ja, 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 ja. Das ist so ein Rumgeschwinge, weil hier noch Monster sind. So, wo ist das Vieh? Ich weiß nicht, wo das ist. Aber das sehen wir dann oben wahrscheinlich. Da ist es ja. Ist auf jeden Fall down, sehr gut. Da geht's weiter hoch, da geht's weiter hoch. Da geht's weiter hoch, oh Gott. Einfacher Gegner, wenn der nicht zu uns schießen kann. Und hier ist eine Seele. Yes. Komm, wir kriegen jetzt die sechste Seele. Ja. Ich gebe mich hier hin. Jetzt haben wir die sechste Seele und können noch schneller aufladen. Das ist schon heftig. So, und hier oben müsste dann irgendwie ein Schalter sein oder irgendwas. Womit wir erstmal um uns leben.
paar Gegenstände noch, die wir gebrauchen können. Und hier geht es dann weiter hoch. Und hier geht es nochmal hoch. Aber ich muss richtig aufpassen hier, weil man weiß ja nie. Und hier oben müsste dann irgendwie so eine Art Schalter sein, genau. Jetzt haben wir das da angemacht und jetzt müsste ich alles, was nicht ging, als nicht funktionierte, müsste ich wieder bewegen. So, wir können dann wieder zurück ins Wasser und wieder nach Hause tauchen. Und ich wüsste, wo das jetzt wäre. Das ist jetzt wieder die Frage. Genau hier sind wir von da sind wir halt gekommen und müssen jetzt wieder zurück. Ich glaube, auf der einen Stelle, wo wir da das gesehen haben, da muss auch noch eine Seele sein. Aber hier sind auch diese ganzen Viecher von den Fischen da, also die nerven mich eh ständig da, diese Dinger. Genau diese. So, jetzt sind wir auf jeden Fall oben. Können in den Gang rein. Und können uns halt die letzte Seele noch holen. Genau. So, aber ich glaube, da war noch ein Gang, ne? Da war noch ein Gang, genau. So, jetzt gehen wir erst mal warten, bis das Teil hierher kommt. Das braucht Jahre. So, bleiben da drin stehen und es fährt uns rüber, damit wir auch zur Seele kommen. Und es ist ganz still hier, also hier ist überhaupt gar keine Musik. Schon heftig. Man hört nur den Soundgeräusch von den Herzklopfen. Also von der Seele hier. Die nehmen wir jetzt einfach mit, weil sie war gratis. Habe ich mal gesagt, dass sie gratis ist. Und da können wir wieder drauf springen, das fährt uns wieder zurück. Weil ich habe keine Lust ins Wasser zu springen, da sind bestimmt irgendwo noch diese Viecher, wo uns dann nerven. So, jetzt gehen wir erstmal da rüber. Zack. Da runter. So, je meine, das sind immer diese komischen Gänge, was ist denn hier? Ah, das ist der andere Wasserfall. Und hier muss man dann, glaube ich, rüberspringen, genau. Dann kann man hier so hochspringen. Dann geht man hier so rüber und dann kann man hier noch die ganzen Extra-Rassen sammeln, hier was da oben ist. Und ich hätte sie schon gern alle, weil nur mit den Rassen kriegst du mehr Leben. So. Zack, einmal. Hier ist noch ein Leben und die Rassel hätte ich jetzt auch gerne, aber müssen wir richtig springen. Okay, haben wir. Sehr gut. Dann haben wir hier alles erledigt. Ja, sind wieder diese Fischviecher, genau. Geh raus, geh raus, geh raus, geh raus. Sehr gut. So, wir müssen jetzt wieder hier zurück und wir müssen jetzt, glaube ich, Moment. Gott, da müssen wir ganz schön weit laufen. Gehen wir erstmal hier hin, weil das ist der einzigste Weg, wo wir hinkommen, wo wir da diesen automatischen Weg haben. Weil jetzt müssen wir das sechste Tor öffnen. Und ich denke, es gibt sogar einige sechste Tore, wo wir öffnen können. Und die müssen wir jetzt alle öffnen. So, da ist das einzige Tor. Dass man aber so viele Seelen sammeln muss. Mal gucken, wie viele Schüsse da braucht. Zwei Schüsse, dann wäre er tot. Also die Schusswaffe ist schon mal aufgeladen. Oh, er hat es überlebt, er hat es überlebt. Er will schießen. Zack, er ist auch tot. Dann gehen wir hier runter. Weil da unten geht es weiter. Sechs Seelen haben wir jetzt. Das ist schon heftig. Ach, wieso laufen wir eigentlich den Kreis? Wieso springen wir einfach nicht runter? Und können dann einfach so weiterlaufen. Das kostet mehr Zeit. Mann. So, hier, das waren 7er Tor, ne?
Gut, das 7er Tor, das können wir jetzt nicht gebrauchen. So, aber wir müssen durch dieses Tor. Weil da geht es ja weiter zum Weg und da ging es auch nochmal weiter in einem 6er Tor, glaube ich. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist alles schon so lange her. Und zwar hier müssen wir hin. Da war ja dieser Gegenstand. Dann geht's hier runter. Da runter und da unten müsste dann das 6er Tor sein, genau. Einmal aufmachen, bitte. Ich bin der Herrscher über das Reich der Tor. Und dann gehen wir auch in einen neuen Weg rein, ein neues Gebiet. Denke ich mal, dass es ein neues Gebiet ist. Oh je. Bin ich schon zu weit? Ich habe da ein bisschen Angst, falls ich da verbrenne. Aber es sind Rasseln. Die Rasseln würde ich gerne mitnehmen. So, und da kann man, glaube ich, auch hochspringen, ne? So, was haben wir hier? Ein 9er Tor. Hier ist ein 7er Tor. Und hier haben wir ein 8er Tor. Das sind schon die allen hohen Tore hier, wo man das nicht bekommen kann. Wo geht's hier entlang? Hm. Da sind noch sehr viele Wege offen. Und hier. Oh je. Oh je, oh je. Wir sind, glaube ich, jetzt rückwärts gelaufen, oder? Kann das sein? Da gab es irgendwo woanders noch ein Tor wahrscheinlich. Dass wir einfach jetzt nicht geöffnet haben. Oder können wir da hochspringen? Nee, ich glaube nicht, dass wir da hochspringen können. Naja, gut. Dann gehen wir jetzt erstmal durch diesen Weg. Genau. Durch den da unten. Hoffentlich in Verbrennung. Boah. Habe ich immer pure Angst hier. Eben dachte ich schon, der stirbt nicht. Das geht ab. Bug, Heck. Was haben wir hier? 3er, 6er, 7er Tor. Okay. Ein extra Türchen. Also wir kriegen nur alles, wenn wir ein 7er Tor haben. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal durch diesen Weg. So. Zum Lob der Gottheit. Der tätowierten Dreiheit, die Erhabene durch den Leib sich brennende Macht verleiht. Mein Ebenholzkörper, gemartert von obskuren Plänen, gezeichnet vom Atem des Drachens im Reich der Toten, durchgesetzt mit den Klauen der furchtbaren Mutter. Schreckliche Schönheit bringt sie über mich. Handflächen zu Flammen, Sohlen zu Feuer, das Lied des schwarzen Blutes pulsieren durch des Drachens blühende Ahnen. Ach du Scheiße. Das wird jetzt ein richtig krasses Akt. Und hier haben wir auch nochmal ein 7er Tor. Krass. Und hier müssten jetzt angeblich neue Gegner kommen, oder? Ja. Das sind die anderen Gegner. Die sind aber etwas schwächer, glaube ich, wie die. Okay. Ah ja, hier sieht man auch. Das ist das Fußzeichen hier. Und da kriegt man diese Feuerfußfüße, also wo man dann halt über Feuer laufen kann. Und das kriegt man auch später auf, wahrscheinlich, ja. Okay. Das wird auf jeden Fall ein heftiger Moment. So. Oh nee. Auf jeden Fall tot. Die
So, die muss ich echt da konzentrieren, dass sie mich nicht besiegen. Wie viel lebt noch? Eine lebt noch. So, alle tot, sehr gut. Wow, das sind sau viele gewesen. Da müssen wir echt aufpassen. Oh, okay, Feuer. Was haben wir hier? Auch eine Seele. Aber hier können wir, glaube ich, noch nicht hoch. Okay. Da fehlen uns noch einige Sachen. Gehen wir einfach mal weiter. So, wo kommen wir hier hin? Der Tempel ist sehr, sehr, sehr krass. Oh nein. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier bei diesem schweren Bereich wieder. Und ich hoffe, Shadowman ist ein sehr cooles Let's Play von mir. Also ich hoffe, das gefällt euch, dass ich da so weit gekommen bin und so. Dass es, also mir persönlich habe ich echt schon was erwartet an dem Gameplay, dass ich es überhaupt nicht schaffe und so. Aber ich bin ziemlich weit gekommen und deswegen bedanke ich mich dafür. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Dummste. Ciao.